Genau, das Museum Friedland wird Ende 2015 eröffnet, wenn ich das richtig verstanden habe. Was kann man sich darunter vorstellen an diesem Museum? Was erwartet die Besucher? Das Museum Friedland wird die Geschichte des Grenzdurchgangslagers Friedland von 1945 bis heute darstellen. Dazu will ich vielleicht zwei, drei Worte sagen. Das Grenzdurchgangslager unweit von hier, unweit von Göttingen, ist ja ein ganz wichtiger Ort deutscher Geschichte, deutscher Nachkriegsgeschichte. Dort kamen über 4 Millionen Menschen durch in den letzten 70 Jahren, Flüchtlinge und Vertriebene, entlassene Kriegsgefangene aus der Sowjetunion, Aussiedlerinnen und Aussiedler und heute, bis heute, Flüchtlinge aus aller Welt. Und das Museum wird eben diese Geschichte und die Geschichte von Flucht, Vertreibung, Migration und Teilhabe darstellen. Wir machen das sehr lebendig, sehr interaktiv, sehr multimedial und wollen damit eben auch alle Besucherinnen und Besucher an diese wichtigen Themen und an die Geschichte dieses wichtigen historischen Ortes heranführen. Worin besteht die besondere Herausforderung, das Museum zu gestalten? Also wie kommt man an die Erfahrung der Flüchtlinge beispielsweise? Also die erste wichtige oder große Herausforderung ist, dass wir wenig Platz haben und unglaublich viele Geschichten erzählen können und wollen, weil eben diese Geschichte so reichhaltig ist und weil auch die vielen, vielen Menschen, die durch dieses Lager in die Bundesrepublik gekommen sind, alle ihre individuelle Geschichte haben. Dem gerecht zu werden, ist nicht ganz einfach, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Ganz wichtig ist für uns, die Erfahrung auch derer, die heute zu uns kommen, mit in das Bild zu bringen. Wir sprechen viel mit den Menschen vor Ort, sowohl mit denen, die dort arbeiten, den Angestellten des Lagers, den Wohlfahrtsverbänden, die einen guten Draht haben zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Wir sprechen aber natürlich auch direkt mit den Menschen, die heute zu uns kommen, sei es als Spätaussiedlerin aus Russland, Kasachstan oder eben aus Krisenregionen in aller Welt, Syrien, Irak, Somalia, Eritrea. Und das Erstaunliche ist für uns, und darüber sind wir auch sehr dankbar, dass viele dieser Menschen uns ihre Geschichte erzählen wollen, weil sie gehört werden wollen, weil ihre Stimmen auch eingehen sollen in die Diskussion in der Bundesrepublik heute. Und da bieten wir natürlich gerne die Bühne und das Forum dafür, um diese Geschichten zu hören und eben diese Erfahrungen dann auch mit den anderen Menschen hier in Deutschland zu diskutieren. In den Gesprächen hören Sie sicherlich spannende Geschichten. Gab es besondere Schicksale, die Sie berührt haben, oder könnten Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen, was dann, ja, oder was die Zeitzeugen oder auch was die, was die Menschen erzählen? Gut, das würde jetzt lange gehen, wenn ich da die unterschiedlichsten Geschichten aufzeigen möchte. Vielleicht nur zwei verschiedene Beispiele aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Was mich sehr berührt hat, war etwa die Geschichte von Heinz Adam. Heinz Adam ist als kleiner Junge aus Wroclaw, heutigen Wroclaw, Polen, aus Breslau vertrieben worden. Wir haben mit ihm gesprochen. Er hat uns eine kleine Tasse geschenkt, die er als Sechsjähriger aus dem Freibad, in das er immer gegangen ist, als Junge mitgenommen hat, als die Stadt schon in Trümmern lag. Auf dieser Tasse steht also Strandbad Leerbeutel, ein Freibad in Breslau. Er hat diese Tasse mit sich geführt auf der Flucht, ist sie immer festgehalten. Einmal fiel sie runter, der Henkel brach ab. Aber trotzdem hat er sie eben mit sich geführt, um daraus zu trinken und hat sie dann hinterher aufbewahrt, sein Leben lang, um eben auch an seine Heimatstadt und auch an diese schlimme Erfahrung von Ausweisung und Flucht erinnert zu werden. Und er hat sie uns übergeben ins Museum. Wir werden sie ausstellen, um eben genau diese Geschichte zu erzählen. Ich mache einen Sprung, fast 70 Jahre in das Jahr 2011, 12. Da kommt eine Familie aus Syrien, ich will den Namen hier gar nicht nennen, die ursprünglich aus Eritrea kommen, sind als Gastarbeiter in Libyen bestens integriert, wie viele in dieser Zeit. Dann kommt der sogenannte arabische Frühling, der ja viele Freiheiten gebracht hat, aber natürlich auch viel Unruhe in der Region. Die Familie muss fliehen, setzt sich auf ein Boot, will über das Mittelmeer nach Europa, weil sie keine anderen Chancen haben, ihr Leben weiterzuführen. Das Boot kentert, sie werden gerettet in gewisser Weise, aber zurückgeführt nach Libyen und kommen dann dort in ein Lager und werden schließlich mit dem sogenannten Resettlement-Programm des UNHCR, also einer festen Verpflichtung seitens westlicher Staaten, Flüchtlinge aufzunehmen, nach Deutschland gebracht und eben über das Grenzdurchgangslager Friedland kommen sie dann hierher. Es sind zwei ganz unterschiedliche Geschichten, die aber viel natürlich über die Zeitläufe des 20. Jahrhunderts sagen, wo so viel Leid geschehen ist über Vertreibung, über Flucht, über Krieg. Und vieles davon sehen wir eben
damals wie heute im Grenzdurchgangslager Friedland? Hatten Sie persönlich einen bestimmten Beweggrund, sich für diese Themenfelder Migration oder auch kulturelle Vielfalt einzusetzen? Einen persönlichen Beweggrund nicht, in dem Sinne, dass ich selbst Migrationsgeschichte hätte oder meine Familie. Ich habe schon im Studium gemerkt, natürlich auch als politisch interessierter Mensch, dass sich dieses Land verändert. Ich war viel auf Reisen, ich habe viel mich mit Freunden in aller Welt auseinandergesetzt, war auch häufig in den USA und habe da gesehen, welchen Einfluss, positiven Einfluss Zuwanderung auf die Gestaltung von Gesellschaft hat. Und wir sehen das natürlich in der Bundesrepublik im Grunde genommen schon in der gesamten deutschen Geschichte, aber vielleicht nochmal verstärkt im Bewusstsein in den letzten Jahren. Und sich damit wissenschaftlich auseinanderzusetzen auf der einen Seite und gleichzeitig zu überlegen, wie kann man diese Themen auch wirklich anregend, anschaulich, lebendig in die Öffentlichkeit bringen. Das ist mir dann frühzeitig ein Anliegen geworden und dieses Projekt Museum Friedland, darüber bin ich sehr dankbar, weil es eben so unendlich viele Anknüpfungspunkte genau für diese Fragen bietet und zwar eben immer in der zeitlich übergreifenden Perspektive. Wir interessieren uns eigentlich vor allem für die Gegenwart, wir wollen die Gegenwart und die Zukunft gestalten, aber der Blick zurück in die Geschichte ist da sehr, sehr hilfreich, weil man beispielsweise erkennen kann, dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit Millionen in dieses Land kamen unter schwierigsten Bedingungen, in einer Situation, in der die Städte, das Land zerstört waren und notgeteilt werden musste. Und das ging irgendwie. Es ging nicht einfach. Es gab viele auch Ablehnungen gegenüber den Flüchtlingen und den Heimatvertriebenen. Aber am Ende ist das doch letztlich eine Erfolgsgeschichte geworden. Und da wünsche ich mir, und da will das Museumsprojekt natürlich auch mit beitragen, dass wir so auch auf die Flüchtlinge, auf die Migrationsbewegungen heute schauen, dass wir das als Chance begreifen und dass wir auch erkennen, wenn der Wille da ist, bei den Einzelnen, in der Politik, in der Gesellschaft, ist unglaublich viel möglich. Und dass auch das wiederum sieht man vor Ort am Grenzdurchgangslager Friedland. Das ist ein hochprofessioneller Betrieb, der es über die Zeitläufe hinweg, über 70 Jahre hinweg geschafft hat, dieses ganze Auf und Ab bestens zu bewältigen. Und insofern steht dieser Ort fast schon symbolisch für das, was ich mir auch für das gesamte Land, für ganz Europa wünsche. Thema hier im Zelt ist ja vor allem die Willkommens- und Erinnerungskultur. Sie sagten ja auch gerade, dass vor allem die Erinnerungskultur ja auch die Willkommenskultur stärken kann. Wie sehen Sie die aktuelle Situation hier in Niedersachsen bezüglich Willkommenskultur, bezüglich Integration? Gut, ich selber kann über die Situation in Niedersachsen schlecht sprechen, weil ich zwar hier ein Projekt bearbeite, aber in Berlin lebe. Insofern muss ich da vielleicht etwas abstrakter werden. Ich sehe, dass es in den letzten Jahren einen positiven Wandel in der Öffentlichkeit gegeben hat, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Ich erinnere mich noch sehr gut, auch biografisch war das für mich prägend, an die Situation Anfang der 90er Jahre, als auch die Zuwanderungszahlen insbesondere von Flüchtlingen und Asylsuchenden hoch waren und die Stimmung im Land, auch in den Medien, auch bei den Entscheidungsträgern in der Politik noch eine andere war. Viel verhärteter, viel ausgrenzender, mit zum Teil auch massiven rassistischen Untertönen. Das gibt es immer noch. Wir kennen Bewegungen wie Pegida, auch Parteien wie die AfD, die meines Erachtens nicht immer eine glückliche Figur machen in der Hinsicht. Aber die Stimmung im Land hat sich meines Erachtens gewandelt und hat sich geöffnet. Das ist das eine. Auf der anderen Seite wünsche ich mir durchaus auch, und da übertrete ich jetzt meine Kompetenzen als Historiker und spreche als mündiger Bürger, dass sich in der Politik etwas tut, dass beispielsweise die Rechte von Flüchtlingen noch mehr gestärkt werden, dass die Unterscheidungen, die wir etwa haben zwischen Asylsuchenden, die vielfach in einer schwierigen Situation sind, weil ihre Fälle individuell geprüft werden müssen, und da häufig dann lange Phasen der Unsicherheit entstehen, dass sie stärker vielleicht auch mit Sicherheit ausgestattet werden, mit Rechten ausgestattet werden. Das würde ich mir wünschen, damit tatsächlich auch die Perspektiven und die Erfahrungen der Einzelnen hier mitzumachen in dieser Gesellschaft, anzukommen, möglichst schnell gestärkt werden. Eine abschließende Frage. Welche Rolle werden Sie zukünftig im Museum Friedland spielen? Ich persönlich? Sie persönlich. Ich hoffe, dass ich dem Projekt Museum Friedland in der einen oder anderen Funktion noch lange erhalten bleibe. Es ist unglaublich spannend. Das Museumsprojekt wächst ja auch. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten den ersten Baustein eröffnen, eine Überblicksausstellung über die letzten 70 Jahre. Es wird dann aber in den nächsten Jahren noch viel hinzukommen, unter anderem ein modernes Besucherzentrum, in dem wir dann
von heute aus Fragen wie Menschenrechte, Asyl, Migration, Heimat, Grenzen diskutieren wollen. Und da würde ich gerne in verantwortlicher Position weiter mitarbeiten. Vielen Dank.